willkommen zu einer neuen Folge. Würfel bestimmt einen Tag lang, wie viel wir essen müssen. Das ist die Folge 7, die letzte Folge. Ganz viel Spaß beim Video. Wir haben hier wieder eine Liste mit den Nummern 1 bis 6 und jetzt werde ich würfeln, was wir zum Frühstück essen müssen. 2. Dann schauen wir mal, was unter der 2 steckt. Burger-Boss! Zum Frühstück? It was at this moment that he knew. He fucked up. Wir haben es, glaube ich, 7 Uhr oder so. Oh nee. Ich habe noch nie in meinem Leben zum Frühstück Burger gegessen. Dann darfst du einmal würfeln, wie viele Burger du zum Frühstück essen musst. Okay, warte mal. Hoffentlich nicht so viele. So 2. Ich habe schon Hunger, aber jetzt so viele Burger zum Frühstück, das wäre echt zu viel. Das ist gut. Wieso habe ich das schon? 4 Burger zum Frühstück. Mann, darf ich nochmal? Nein! Okay. Na, hoffentlich muss ich keine 4 Burger essen. Sondern 6. Nein! Ei! Was für ein Glück hast du, Alter! Ihr bekommt das vollständige Rezept von den Burgern bei Oscar auf dem Kanal. Und Oscar macht Burger wirklich mit Leidenschaft. Also er hat jetzt schon 5 oder 6 Rezepte für euch auf seinem Kanal. Und das wird wieder einer der krassesten Burger. Und zwar mache ich heute den Burger, der euer Leben verändern wird. Glaubst du, das wird dein bester Burger sein, den du jemals gemacht hast? Ich bin gespannt. Mal schauen, was es als nächstes gibt. 3. Was steckt unter der 3? Was steht da? Eier. Eier mit Sucuk. Das hätten wir mal früher würfeln können. Toll, stimmt. Das Frühstücksessen kommt danach und das Burgeressen kommt zuerst. Ey, wie... Aber die Burger waren richtig gut. Wie gesagt, Leute, schaut unbedingt bei Oscar vorbei. Jetzt gibt es erst einmal das richtige Frühstück. Jetzt würfeln wir, wie viel Eier und wie viel Scheiben Sucuk jeder essen darf. Also ich habe schon wieder so ein bisschen Hunger, so 2, 3 Eier gehen auf jeden Fall rein. Und ich liebe Sucuk, also so 3, 4 Scheiben Sucuk wäre echt cool. Also erst die Eier. 2. Perfekt. Was für ein Glück. Glück. Hallo. Und Sucuk. Eine Scheibe Sucuk. Das hat man nicht gesehen. Ja, man hat. Okay. Also ich habe ihn nur geschoben. Okay. Okay, eine Scheibe Sucuk leider. Ich bin noch mega satt von den Burgern, deswegen wünsche ich mir eine Scheibe Sucuk und ein Ei. Und ich weiß ja nicht, was wir gleich essen müssen. Deswegen 1-1 wäre eigentlich perfekt. 3. Ah, das ist schon ein bisschen viel. Mal gucken, ob ich das schaffe. 3 Eier und wie viel Scheiben Sucuk? 3. So, Schatz, ich hoffe, du hast wieder Hunger, denn wir würfeln jetzt, was wir als nächstes essen. Oh, jetzt schon. Freust du dich drauf? Vielleicht was Süßes, das wäre gut. Okay, dann würfeln wir jetzt mal. Wir haben noch 1, 4, 5 und 6. 6. Maiprotein-Snacks. Das ist gut, was Süßes. Ja. Okay, dann darfst du würfeln, wie viele du essen musst. Oh, du bekommst bestimmt wieder eine hohe Zahl. Ein Snack, so ein Riegel würde mir eigentlich reichen. Oh Mann, 4. Und ich? Oh, so viel schon wieder. 3. Ich habe immer so hohe Zahlen heute. Was ist denn los? Wir haben alle unsere MyProtein-Snacks hierher geholt. Die haben echt ein großes Sortiment. Wofür entscheidest du dich denn? Also ich nehme zum einen hier die neuen KitKats. Ich liebe diese Sandwich-Cookies. Und man glaubt es kaum, aber diese veganen Cookies feiere ich auch total. Die sind gefüllt mit Chocolate und Salted Caramel. Ich dachte, vegan schmeckt nett. So sieht der aus. Der ist so geil. Man schmeckt gar nicht, dass der vegan ist. Und wofür entscheidest du dich? Auf jeden Fall den Baked Protein Cookie. Das ist mein Lieblingscookie. Also ich kenne kein Proteinprodukt überhaupt, was so geil schmeckt wie der. Mega schokoladig, mega lecker. Der ist auch vegan. Dann den weißen Brownie werde ich nehmen. Ach stimmt. Die haben wir neu bestellt, haben wir beide aber noch gar nicht probiert. Dann nehme ich so einen Proteintrüffel. Und so ein Oreo. Könnt ihr das sehen? Drin ist so weiß und außen ist halt so ein dunkler, schokoladiger Cookie. Ja, ist auf jeden Fall trocken. Das schmeckt man schon, dass das ein Proteinriegel ist. Nicht so dein Ding? Nicht mein Lieblingsriegel.
bekommt ihr nur heute 42% auf alles bei MyProtein, außer Neuheiten, mit dem Link und dem Code in der Videobeschreibung. Okay, dann bin ich mal gespannt, was uns als nächstes erwartet. Warte, es gibt noch 1, 4 und 5. 6, haben wir schon? 5. Was ist unter der 5? Donuts! Oh Gott, nein. Ich kann nicht mehr. Freust du dich über die Donuts? Boah, wir hatten ja gerade was Süßes und das ist jetzt gerade mal eine Stunde her. Ich muss schon den ganzen Tag so viel essen, also ich bräuchte noch ein paar Stunden zum Verdauen, aber... Das gab halt echt nur Pech. Okay, ein Donut, das ja, wäre echt mal... Ne? Einer wäre in Ordnung, wär echt, für mich ja. auch. Echt, also es wäre echt super, wenn ich mal eine 1 oder eine 2 würfel und nicht immer ab 3 aufwärts. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Da gibt's die Donuts, hier ist Mandy, hier ist der Würfel. Mal schauen, wie viele Donuts Mandy ja. essen muss. Mal schauen, wie viel Glück Oskar hat. Das ist so unglaublich, heute im Video hast du echt Glück. Du kriegst ja. mal genau die Anzahl, die du willst. Okay. Was willst du? Ich hoffe weniger als 3, alles andere ist mir egal. Ja. 2. Endlich mal. Ich habe mich hier für diesen Krümelmonster entschieden. Ich mag viel lieber keine gefüllten Donuts. Und wie sieht es bei euch aus? Schreibt mal in die Kommentare. Gefüllte Donuts oder ungefüllte Donuts? Gefüllt auf jeden Fall. Du bist komisch. Ein kleines Krümelmonster. Ich habe natürlich 2 gefüllte. Einmal Pistazie und einmal Rocher. Die sehen richtig geil aus, finde ich. Und wir haben hier noch andere. Die werden wir morgen essen. Falls ihr euch wundert, warum auf dem Thumbnail 6 Donuts waren. Wir wollen natürlich nicht spoilern. Mm. Ist der gefüllt? Überhaupt nicht, aber mega lecker. Und jetzt Pistazie. Mm. Der ist gefüllt. Richtig lecker. Passt da nichts. Kleines Krümelmonster. Ist komplett blau. Okay, es geht weiter. Mal schauen, wo wir als nächstes hin müssen. 4. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles drunter ist. Ich auch nicht. Du hast die Liste gemacht. Dom. Ich denke mal, nicht alle werden wissen, was der Dom ist in Hamburg. Das ist der Hamburger Dom, ist sowas wie ein Jahrmarkt oder Kirmes und da gibt es richtig geile Sachen zu essen. Das Problem ist nur, dass ich heute den ganzen Tag schon keinen Hunger habe, weil ich immer so hohe Zahlen würfel. Mandy hat ja einigermaßen Glück heute. Ja, ich hatte sehr viel Glück gehabt. Ja, mal schauen, das ändert sich gleich bestimmt. Okay, das war wohl nix. Oskar und ich hatten eigentlich gelesen, dass der Dom ist, aber wie ihr sehen könnt, ist hier leider nichts. Okay, Dom ist leider ausgefallen. Was haben wir denn noch auf der Liste? Die 1. Da brauchen wir gar nicht mehr würfeln. Trommelwirbel. Smoothie. Ein Smoothie, okay. Da das letzte Essen ausgefallen ist, werden wir jetzt 2-mal würfeln. Und zwar haben wir hier 12 Zutaten. Und jetzt müssen wir würfeln, wie viele Zutaten man in seinen Smoothie packen muss. 1x2 und 1x6. 6, 8. 8 Sachen. Ich werde wieder mehr als du haben. Wir haben schon 6 Teile Würfel bestimmt gemacht und ich hatte noch nie so ein Pech. Geht ja gut los. 5 und 2, 7. Okay, zum ich hatte 8. Mal weniger. Voilà, ici c'est la shake de Monsieur Oscar. C'est très bien, très, très très bien. C'est très délicieux. Nee, wirklich richtig lecker. Jetzt macht sie mir auf einmal nach. Ja, ich dachte mir, deiner sieht echt so gut aus. Kann ich nicht auf ihr sitzen lassen. Aber viel kann ich dann nicht mehr retten. Nur weil Chefkoch Oscar jetzt so einen geilen Shake hat. Mmh. Richtig lecker. Deiner sieht aber nicht so gut. Eigentlich müsstest du den nehmen, weil du so eine Farbe anhast. Nee, deiner schmeckt nicht so gut. Echt? Wir den noch? Oh ja, echt lecker. Obwohl du kein Ingwer magst, aber das schmeckt man gar nicht so doll. Ja, man muss, wenn man ein bisschen Ingwer nimmt, geht das. Du hast den Punkt fürs Aussehen bekommen für deinen Smoothie. Danke. Und ich Ach so, für den Smoothie, okay. Und ich habe den Punkt für den Geschmack bekommen. Ja, das muss oder? Ich zugeben, ja. Aber ich bin froh, dass wir auch mal was Gesundes trinken nach diesem ganzen Cheat heute. So echt so viel. Ja, und wir hatten echt Glück, dass der Dom eigentlich zu hatte. Aber ja. Wobei, ich hätte mich schon gefreut, wir waren schon lange nicht mehr dort. Da gibt es richtig geile Sachen. Aber ich muss sagen, seit den Burgern konnte ich irgendwie, also es fiel mir heute ja. richtig schwer, weil die Burger so satt machen. Ihr müsst bedenken, ich hatte 560 Gramm Fleisch allein. Und ich glaube, 10 Scheiben Käse. Ich hatte heute irgendwie kaum Hunger. Also ich bin froh, dass ich so Glück hatte. Und
so wenig essen musste, also immer nur so niedrige Zahlen gewürfelt habe. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben und hoffe natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne auf unserem zweiten Kanal. Dort findet ihr auf jeden Fall mehr Fitness-Inspiration. Unser Training füllen wir dort ab und zeigen euch demnächst mal unseren Einkauf. Dort kommen immer Mittwochsvideos online. Und wie gesagt, checkt Oskars Burger-Rezept ab. Es war wirklich mega lecker. Es ging super schnell. Schreibt auch gerne Oskar mal, wenn ihr den Burger nachgemacht habt. Er wird sich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jeden Sonntag Premiere. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Prost. Prost. I can hurt you like you hurt me.